Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Hatten Sie das Gefühl, dass das Rennen für Sie heute gut gelaufen ist? Was ist das Geheimnis Ihrer heutigen Leistung? Danke für den Kommentar. Wir melden uns wieder einmal aus Italien, Feinde. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Thomas startet aus der Pole Position und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Vettel, Lewis Hamilton und Verstappen. Albon, Perez, Stroll und Carlos Sainz Jr. Giovinazzi, Norris, Esteban Ocon und Gasly, Raikkonen, Kvyat, Kevin Magnussen und Mick Schumacher. Grosjean, Latifi, Ricciardo und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das Team stellt nach dem Treppchen Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so.
bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Wir müssen das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen. Unser MGUK ist ziemlich abgenutzt. Ab sofort können wir die fette Mischung möglicherweise nicht mehr einsetzen. Sekunden. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 10,9 Sekunden. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Großartig. Und das war's. Ein durch und durch verdienter Sieg in Italien nach einem weiteren ausgezeichneten Grand Prix. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen.
Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, so viel steht fest. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Thomas vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Charles Leclerc. Thank you.
Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Es steht wohl außer Frage, dass sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Das war heute ein gewaltiges Kräftemessen zwischen ihnen. Wie glauben Sie, wird... Danke für den Kommentar.